Auch ich werde mich bemühen, mich kurz zu halten. Wir finden das als SPÖ-Fraktion grundsätzlich in Ordnung, diese Möglichkeit aufrechtzuerhalten, weiter befristet auf ein halbes Jahr. Zugegeben, als wir vor etwas jetzt mittlerweile mehr als 2 Jahren mit der Pandemie konfrontiert wurden, hätten wir uns alle nicht ausmalen können, dass es so lange dauert. Und dass in dieser Zwischenzeit die 15. Angelobung ist, der 3. Gesundheitsminister, innerhalb von 2 Monaten der 3. Bundeskanzler. Es ist recht instabil, muss ich sagen. Also ist es zumindest einmal wichtig, dass man im Bereich der Verwaltung, in diesem Fall jetzt der Justiz, eine gewisse Stabilität im Sinne von Möglichkeiten, schnell zu reagieren, wenn jetzt die Pandemie oder die Ansteckungszahl der Infizierten steigen sollte. Meine Vorrednerinnen und mein Vorredner haben davon geredet, teilweise gute Lösungen, die man ins Dauerrecht übernehmen sollte. Wir wissen, dass bestimmte Anhörungen und Verhandlungen per Video möglich gemacht werden sollen. Ja, wir wissen auch, und das ist etwas, wo ich einfach um Ihre Aufmerksamkeit bitte, wo ich absolut einen Ansatz finde, das ins Dauerrecht zu übernehmen, nämlich die Gebührenfreiheit von Unterhalts- und Unterhaltsvorschussgewährungen, nämlich die Möglichkeit, auch ohne einen Exekutionstitel einen Unterhaltsvorschuss auch zu erlangen. Darüber hinaus, der Vollständigkeit halber, sollte man, wenn die Zahlen natürlich steigen, diese virtuelle Versammlung von Vereinen und Gesellschaften grundsätzlich möglich machen. Ich betone, in den ersten und im letzten Punkt befristet auf ein halbes Jahr. Aber im Fall der Unterhaltsbevorschussung sollten wir wirklich endlich einmal etwas, was wir 2017 alle politischen Parteien mit Täfelchen hochhalten, nämlich Ja zur Unterhaltsgarantie, endlich umsetzen. Wir haben jetzt 2 Jahre gesehen. Wir haben jetzt 2 Jahre lang gesehen, dass es zumindest eine Erleichterung für betroffene, alleinerziehende Eltern, Eltern in der Regel zu über 80% von Frauen bedeutet hat. Denen hat man ein bisschen die Last erleichtern und abnehmen können. Wir wissen aber auch, dass jedes zweite Kind, das einen Anspruch auf Geldunterhalt hat, aber keinen einzigen Euro zu sehen bekommt. Und das ist wirklich beschämend. Und es hat sich gezeigt, dass diese Armutsbetroffenheit und Gefährdung sich in den vergangenen 2,5 Jahren ja noch einmal verdeutlicht hat. Und wir sind endlich gefordert. Und diesen Punkt würde ich wirklich appellieren, Frau Ministerin, Sie nicken zustimmend. Ich hoffe aber auch, dass Sie Ihren Koalitionspartner überzeugen können, hier endlich einen guten Schritt zu gehen, nämlich Kinderarmut abzuschaffen. Und der Rahmen, der Diskussionsrahmen ist ja da. Seit 1,5 Jahren diskutieren Sie ja mit vielen verschiedenen Expertinnengruppen, Frauenvereinen etc., hier eine gute Lösung zu finden. Ich glaube, die beste Lösung ist zunächst einmal Punkt 1, diese Unterhaltsgarantie umzusetzen, bevor wir auf andere Themen eingehen. Das ist mein Appell und darauf hoffe ich und dass auch Sie alle, die hier heute im Parlament sitzen, Vertreterinnen, endlich die Versprechung, die Sie den Frauen in diesem Land gemacht haben vor 4,5 Jahren, endlich umsetzen. Nicht ganz zum Thema, Selma Yildirim von der SPÖ. Sie spricht sich aus für die Abschaffung von Kinderarmut und zur Umsetzung der Unterhaltsgarantie und hofft, dass die grüne Ministerin Sadic die ÖVP dazu mit ins Boot holen kann.